Hallo und herzlich willkommen bei unserer dritten Folge von FeedBeasts mit Kai natürlich, der ist auch dabei. Nochmal bin ich wieder dabei. Ja, aber selbstverständlich, warum frage ich überhaupt, ne? Ja, in meiner Folge, ja, wo bin ich letztes Mal stehen geblieben, habe ich angefangen, ein bisschen unseren Keller sauber zu machen, weil es kommt mich an, wenn ich nach Hause komme und es ist einfach so dreckig und kap. Das will ich jetzt erstmal ändern. Und was hast du heute für einen Auftrag, Kai? Ich werde versuchen, mich hier irgendwie aus dieser Höhle wieder rauszufinden. Beziehungsweise erstmal ein bisschen Stuff mitzunehmen. Dach? Stuff. Achso. Und ich hoffe echt, dass ich hier irgendwie wieder rausfinde irgendwann. Ja. Ich glaube schon, dass du das schaffst. Ich glaube an dich. Ja. Das wird nicht gut. Hä? Witzig. Arsch, trollerloll. Und warum? Weil er es kann. Warum? Weil ich es kann. Alter, wo bin ich denn hier eigentlich? Das ist das Problem, wenn man so einfach vorrennt und stratzt und... Hier. Ja. So, ich muss echt farm, ey. Ja, ich werde gleich mit vollen Taschen nach Hause kommen. Wenn ich's überlebe. Ja, aber Cobblestone brauche ich. Ich habe auch so viel... Okay, das ist richtig scheiße. Was? Das ist richtig scheiße. Aber was ist scheiße? Meine Pickaxe ist gerade kaputt gegangen. Fuck, wie komme ich denn jetzt hier weg? Ja, musst du mit der Hand Steine graben, ne? Witzig! Ein bisschen! Ich weiß natürlich auch... Alter, bin ich von da oben gekommen? Oh, es ist dunkel. Nee. Ja. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Nein. Achso. Was tust du da, Alter? Bist du im Klo oder was? Nein! Oh, oh. Nicht mehr runtergefallen. Oh, Alter. Hier bin ich doch nicht hergekommen, oder? Da habe ich es irgendwie geschafft, durch die Lava hier zu schwimmen. Du hast nicht zufällig einen Eimer dabei? Nein, Mann. Nein, ich sehe hier nirgendwo ein Loch in der Decke, wo ich hätte irgendwie rauskommen können. Weil ich habe ein bisschen Ideen mit Lava. Und ich möchte sie echt gerne in die Tat umsetzen. Jetzt schon, so früh? Ja. Also ich habe echt eine coole Idee. Geh mal unterwegs noch mal ein bisschen Sand mitbringen, bitte. Tu mir den Gefallen. Ich muss hier erstmal aus dieser Höhle rauskommen. Vorher kann ich gar nichts machen. Wenn du nach Hause kommst. Lass dir Zeit. Wenn? Ich hab nämlich eine richtig coole Idee. Ich hoffe... Ich hab nur eine Pickaxe, aber eine Steinpickaxe. Ich hoffe, den Tunnel, den du da hattest, brauchst du nicht. Ich einen Tunnel, bitte? Ja, in unserem Haus, der Tunnel. Nicht unbedingt, ne. Okay. Aber den habe ich jetzt zugebaut. Achso. Nee, das war ja nur quasi mein Weg nach unten. So, ich werde jetzt eine alte Minecraft-Taktik benutzen. Und zwar das gerade nach oben bauen. Diese Taktik ist sehr gefährlich, aber auch sehr beliebt, um aus ausweglosen Situationen herauszukommen. Also ich finde, es ist gefährlicher, sich gerade nach unten zu bauen. Das stimmt. In meinen Augen, also jedermanns Sache, ne? Nee, das stimmt, ist schon richtig, was du sagst, nur, ja, wenn dann irgendwie von oben Sand und Wasser und hier und da, vor allem wenn jetzt gleich meine Pickaxe kaputt geht, bin ich richtig am Arsch. Lol. Ich hab noch eine Höhle gefunden, vielleicht gibt's hier einen Ausgang. Alter. Hier ist Wasser. Richtiger Höhlenforscher gerade. Ich bin auch für 53, was? Du bist ein Höhlenforscher? Ja, im Moment, ja. Achso. Ich bin gerade voll der männliche Innenarchitekt hier. Ich würde diese Höhle jetzt super gerne erforschen, aber ich muss hier echt erstmal rauskommen. Ho, das ist Erde.
Alter, ich bin draußen. Ich bin so ein Held. Ich bin immer gespannt, wo. Wo ist der Beste? Sagst du, man kann, du weißt schon, wie du die Folge nennst und so. Weiß ich nicht. Indiana Kai. Naja, ganz so schlimm war es jetzt auch nicht, ne? Ich glaube... Alter, ich sehe deinen Namen. Hey! Ich habe unsere Höhle gefunden. Chillig! Jawohl! Den Fehler habe ich übrigens lange nicht mehr gemacht, dass ich mit zu wenig Äxten losgezogen bin. Äxten? Warum hast du Spitzhacken? Ja. Spitzhacken. Lol. Ich habe gerade ein kleines bisschen das Gefühl, dass mein Spiel mal wieder hängt. Ups. Ah, warum kommst du einfach zu mir? Boah, da. Puh. Lol. Für die sich fragen, ja, warum Aua. Haut der jetzt alles ab und baut dann wieder hin? Weil das sozusagen gekochter Stein ist. Und ich baue lieber mit Brimstone, weil das sieht irgendwie ein bisschen höhlenmäßiger aus, beziehungsweise so... Wie soll ich das sagen? Es sieht halt normaler, mehr aus wie ja, so eine Steinwand, ne? Ja. Das sieht irgendwie, naja. Obwohl ich den ja eigentlich schöner finde, aber nicht so zum Häuser bauen. Das stimmt schon. Es ist ja eine Höhle. Argument. Und guck mal, wenn man jetzt hier guckt, hier habe ich ja die Wand schon mal gezogen, das sieht doch ganz gut aus. Ja, also, ist halt eine Höhle, ne? Ja. Erstmal alles in die Kiste ballern, was ich nicht brauche. Kiste ist voll, verdammt. Das heißt, wir können eine bauen, ja. Da wollte ich gerade sagen, dann bauen wir noch eine. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ja. Zack, 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 zack. Sagst du, das Verrückte kommt wieder durch uns durch. Ein kleines bisschen. So, denk ich mal wieder eine Pickaxe machen. Ey, hast du Cobblestone mitgebracht? Ja, normal. Oh, Alter, du bist der Beste. Natürlich. Ich brauche nämlich ein bisschen Cobblestone. Kannst du das dann bitte auch aufsammeln, wenn ich das schon hinschmeiße? Ja. Erwarte doch auf mich wenigstens. Alter, erwarte doch nicht, dass ich dir jetzt direkt den Hals schiebe. Doch, hab ich eigentlich erwartet. Okay, super. Ah, jetzt bewegt er sich, sobald ich ihn geworfen habe, bewegt er sich. Ich war am richtiger Tisch. Richtiger Moloch. Ich war am Tisch, Mann. Nein, verdammt. Ein Ho brauche ich garantiert nicht. So. Oh lol. Was denn? Ich mag das nicht, wenn die Ecken dann, wenn ich die so bauen will und dann sind die so dunkel, weißt du? Das stimmt, ja. Weißt du, wie das aussieht, ey? Wie sieht es bei dir mit Essen aus? Ich bin versorgt. Oder okay. Brauchst du was? Nö. Ja? Nee. Ich muss allerdings mal ganz kurz Pause machen. Eine Sekunde, oder? Nein, muss ich gar nicht. Fehler. Fehlalarm. Okay. Psychopath. Ein kleines bisschen. Aber das kennen wir ja schon. Was wollte ich jetzt? Verdammt, das habe ich jetzt voll aus dem Konzept gebracht. Ey, hau vor mir rumzulaufen. Ach ja. Nein, doch nicht. Ich bin voll verwirrt gerade. Ja, das merke ich gerade, dass du gar nicht mal weißt, was du überhaupt willst. Eisen. Ding, ding, ding. Zack, 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 zack. Ich muss mir gleich auch deine neue Spitzhacke machen. Hast du schon neues Eisen zum Schmelzen hingelegt? Ich habe, glaube ich, alles, was ich habe, in den Ofen gepackt. Oha. Ist ja unglaublich viel, ne? Boah, du bist gerade voll geleckt. Entschuldigung, da hat es gerade bei mir geklopft, mal wieder. Ja, ist nicht so schlimm. Okay. Ich bin sowieso gerade dabei, hier noch ein bisschen die Wände zu machen. Ja, ich wollte gerade, ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache. Ich wollte gerade eigentlich Holz suchen. Okay. Obwohl ich gar nicht weiß, wofür. Alter, jetzt weiß ich nicht, was ich machen wollte. Was denn? Ja, meine Axt, meine Hacke geht, ist jetzt gerade in diesem Augenblick kaputt gegangen. Richtig, okay. Perfekt.
Ja, war ja bei mir Und gerade auch so, nur dass ich halt übelst in der Höhle war. bei mir laggt das Spiel gerade ein bisschen, also es hat gerade Ja, ein du bisschen lagst gerade bei gelaggt. mir im Teamspeak auch ein bisschen. Ah. Aber nur ein bisschen. Okay. Was brauche ich noch? Holz brauche ich. Ich überlege, ob ich nochmal farmen gehe ein bisschen, weil irgendwie macht mir das gerade Bock. Ja, lass uns das in der nächsten Folge machen. Also wir machen wir komplett Farming, okay? Okay. So, ich mach mal ein paar Stöcke. Also wollen wir jetzt echt hier erstmal bleiben, oder wie? Ja. Okay. Pass Also ich auf, finde es hier dann. eigentlich, ich finde es hier eigentlich ganz nett. Ja, also für den Anfang. Deswegen. Ah, ich versuche gerade mit Fleisch die Wand einzuhauen. Ich hoffe, dass man den Staubsauger gerade nicht zu laut hört. Fürchte aber schon. Ja, das ist das Problem, wenn man keine eigene Wohnung hat und vorübergehend wieder zu Hause wohnt. Das ist schon echt bitter. Ey, wie ich richtig höre, was du oben machst, ne? Ja. Ja. Wie viel hab ich denn jetzt? Alter, was macht denn meine Mutter da, ey? Voll geil. Ja, aber das hört man jetzt nicht. Oha, denkst du, bei mir hat man das schon? Ja, also bei mir nicht. Ja, bei mir schon. Naja, ist auch egal. Oh Mann. Wer sich einfach totlacht. Ja. Das Schlimme ist, ich bin ja so ein Kellerkind, ne? Und wenn jemand dann genau über meinem Kopf in dem Zimmer gerade staubsaugt, Alter, das hört sich an, als ob jemand meine Decke mit einer Flex abschleift, ey. Das ist richtig schlimm. Also mal ehrlich, was machst du da? Das ist üb. Was ist das? Bitte, was ist das? Oh, was ist da gerade passiert? Oh, Alter, du hast einen Todesleck, glaube ich, oder? Ich glaube, du hattest gerade bei mir ein Leck. Ich glaube, du bei mir. Ich glaube, wir hatten beide ein Leck. Das kann sein. Ja. Na egal. Das war's dann erstmal heute für die dritte Folge von Feed the Beast von uns. Okay. Die Zeit ist auch schon wieder da abgelaufen. Arbeit ruft. Arbeit ruft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr verzeiht uns den kleinen Patzer, den Kai passiert ist. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim vierten Part, denn dann gehen wir ein bisschen farmen. Jawohl. Juhu. Juhu. Alles klar, Freunde. Okay. Haut rein und habt einen Oh. schönen Tag. Jo, haut rein.